So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir starten in das Spiel. Mir ist eingefallen, dass es normalerweise nämlich ja die drei Projekte, die diese Nebenslots bilden, immer so im 2-Stunden-Takt auf. Dann habe ich immer gleich 2 Wochen. Aber in Yu-Gi-Oh! Macht es tatsächlich viel mehr Sinn, das auf 2 Tage zu verteilen, weil dann kriegen wir nämlich 2-mal einen täglichen Login-Bonus. Von daher machen wir das, denke ich, so. Schau her, jetzt haben wir nämlich hier noch ein Galaktische Evolution Pack Ticket. Nochmal 100 Juwelen. Daily Missions. Und nochmal 20 Juwelen. So, meiner Nase, meiner Stimme geht soweit wieder halbwegs gut. Sie crackt auch nicht mehr so. Aber meine Nase macht immer wieder so ein bisschen Faxen. Das heißt, hin und wieder muss ich dann vielleicht ein bisschen schneuzen. You know. So. Weiter geht's. Duellstrategie 2, Freunde. Wir sind noch nicht fertig. Es geht gut voran, aber wir sind noch nicht fertig. Die wichtigsten Faktoren im Kampf sind die Attacke und Defensive der beteiligten Monster. Jedes Monster hat seine Grundattacke und Defensive auf seiner Karte angegeben, aber es gibt verschiedene Effekte im Spiel, die sie erhöhen oder senken können. Sehen wir uns Beispiele von Karten an, die Attacke und Defensive eines Monsters ändern können. Muss als Spezialbeschwörung von der Hand beschworen werden, indem du ein Erdemonster von deinem Friedhof verbannst. Ist ja mega geil. Als Kinder habe ich das nie begriffen. Als kleiner Bimpf habe ich nie begriffen, was Spezialbeschwörungen sein sollen. Ich habe es nie gecheckt. Ich habe immer alles mit den Opfern geregelt. Effekte, die Attacke oder Defensive verändern. Es gibt viele Karten mit Effekten, die Attacke oder Defensive eines Monsters verändern können. Einige Attacken können Attacke Defensive um einen bestimmten Betrag erhöhen oder senken, während andere sie halbieren, verdoppeln oder auf Null setzen können. Sie können sehr nützlich sein, wenn man sie in seinem Arsenal hat. Okay. Der Ausgang eines Kampfes zwischen... Ja. Ihr müsst es nicht 3-mal machen. Beschwöre zuerst TG Kriegswolf. Okay. Let's go. Ist nicht viel. Setz jetzt Strumpfen, um dich auf einen Angriff eines gegnerischen Monsters vorzubereiten. Machen wir. Wenn ein offenes Monster auf dem Spielfeld seine Grundattacke werden bis zum Ende halbiert, genau. Beende deinen Spielzug. Wäre auch lustig, wenn jetzt mal der Gegner eine Karte spielt, die man zwar halbieren kann, aber die trotzdem immer noch viel stärker ist. Das Monster des Gegners greift an. Aktiviere Schrumpfen, um die Attacke des gegnerischen Monsters zu verringern. Okay. Ich weiß es zwar nicht warum, weil er hat eh nur 600 Angriff, aber let's go. Noch gesagt, obwohl du Schrumpfen aktiviert hast, haben sich die Attacke des gegnerischen Monsters nicht wesentlich verringert. Woran liegt das? Der Effekt von Schrumpfen besagt, dass er die Grundattacke des Ziels halbiert. Grundattacke bezieht sich auf den Attackenwert, wie er auf der Karte angezeigt wird, ohne Änderungen. Die Grundattacke deines Ziels, Flitzkrieger, betragen 600, da werden seine Attacke um die Hälfte dieses Wertes als 300 reduziert. Allerdings bleiben Attacke-Erhöhungen, die auf den Karteneffekten zurückzuführen sind, bestehen. Das ist der Grund, warum die Attacke des Monsters nicht stark gesunken ist. Neben der Erhöhung oder Ringe verdoppeln und halbieren. Pass auf Effekte auf, die Attacke und Defensive verändern können, während du den Sieg erkämpfst. Gerade habe ich es noch gesagt. Einmal pro Spielzug während der Endphase, falls sich diese Karte im Friedhof befindet, weil sie in diesem Spielzug auf dem Spielfeld zerstört wurde und dorthin gelegt wurde. Du kannst deiner Hand ein TG-Monster von deinem Deck hinzufügen, außer TG-Wolf, ja klar. Den soll ich nehmen. Angriffsnashorn. Ja, her damit. Okay. Es war ein großartiger Start, Freunde. Zieh mal noch eine Karte, noch ein Angriffsnashorn. Ein Traum. So. Falls diese Karte angreift, erhält sie nur während des Damage-Steps 1200. Okay, ansonsten ist sie ein Bot, aber er hat 3 verdeckte Karten. Wähle ein TG-Monster, das du kontrollierst. Seine Attacke-Defensive werden jeweils gleich der Hälfte seiner derzeitigen Attacke-Defensive. Hä? Seine Attacke und Defensive werden jeweils gleich.
der Hälfte seiner derzeitigen Attacke Defensive und falls sie das tun, zerstöre eine andere Zauberfallenkarte auf dem Spielfeld. Falls diese Karte angreift, erhält sie nur während des Damage Steps 400 Angriff. Einmal spruchst du während der Endphase, falls sich diese Karte im Friedhof befindet. Okay. Naja, pass auf. Was kann der? Falls diese Karte, die du kontrollierst, als Synchromat. Okay, das bringt uns jetzt gerade nichts. Angriffsnashorn, let's go. Aufs Feld. So, jetzt will ich eine seiner Karten zerstören. Ich halbiere von diesem Monster den Angriff. Und hau die mittlere Karte weg. Okay. Ist ja nur für den Zug, oder? Hoffe ich. Wähle 3 TG-Monster in deinem Friedhof, mische alle 3 in dein Deck und dann ziehe 2 Karten. Okay. Ciao. Okay. Was? Er darf irgendwas beschwören. Kann nicht durch Kampf mit einem Monster mit 1900 oder mehr Attacke zerstört werden. Ist nicht so schlimm. Gut, dann lege ich mal meine Falle, Freunde. Ärgern wir unseren Gegner mal ein bisschen. Okay. Komm, gib mir die Hits. Falls sich diese Karte im Friedhof befindet, weil sie in diesem Spielzug auf dem Spiel zerstört oder so, du kannst eine. Okay. Den kann man noch zusätzlich beschwören. Ja, reicht halt auch. Pass auf. Pass mal auf. Mhm. Was kann der? Wenn diese Karte als normal beschworen wird, du kannst ein Monster der Stufe 2 oder niedriger in deinem Friedhof wählen. Beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Okay. Als erstes rufe ich mal wieder TG Angriffsnashorn. Im Angriffsmodus, Freunde. Dann hole ich den TG Booster Raptor. Ebenfalls im Angriffsmodus aufs Feld. Wenn ein oder mehr Monster Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer während des Damage Steps, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung. Ja, freilich. Das machen wir auch noch. Bam. Hier geht nichts, okay. Dann gehe ich in den Battle Step, Freunde. Angriffsnashorn. Hau mal seinen Gerümpel synchronisieren. Wähle ein Empfängermonster, das bis zur nächsten Endphase, okay. I see. Gut, dann hau du wenigstens dieses komische Küken weg. Gut, damit sind aber auch alle seine Karten weg. Das ist auch gut. Wir haben noch 31 Karten, er 32, aber alles kein Problem. Yes. Sofort TGX3DX2 Falle. Ich will meine Nashörner wieder in meinem Deck zurückhaben. Okay, was macht er? Das ausgerüstete Monster hält für jedes Monster, das dein Gegner kontrolliert, 300 Attacke. Falls es durch Kampf zerstört würde... Boah, okay, das ist scheiße. Wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert und ein TG-Monster, das du kontrollierst, vertausche die Kontrolle über beide Monster. Das ist eine fiese Falle. Pass auf. Wenn ich das jetzt mache, alle offenen Monster, die du kontrollierst, erhalten 300 Attacken für jedes TG-Monster, das du kontrollierst, kriege ich 600 Punkte. Dann bin ich bei 1800. Es geht sie nicht raus. Also macht keinen Unterschied, ob ich die Larve jetzt auch noch beschwöre. Pass auf, ich beschwöre sie trotzdem.
Es ist ein Empfängermonster. Vielleicht können wir dann irgendwie eine Spezialbeschwörung machen. Let's go. Das meinte ich. So, Spezialbeschwörung. Was kann ich tun? Boah. Was? Lege es auf den Friedhof, dann, falls alle Synchromonster, die für deine Synchrobeschwörung verwendet wurden, in deinem Friedhof liegen, kannst du sie als Spezial... Nee, das ist nix. Ich muss ja... Es geht ja bei Synchro nicht um die Sterne, oder? Ein Empfängermonster, ein Nicht-Empfängermonster. Falls ein Monster als Synchro-Beschwörung beschworen wird, ziehe eine Karte. Diese Karte muss offen auf dem Feld liegen, um diesen Effekt... Okay. Ja, ich opfere einfach alle drei, Freunde. Scheiß der Hund drauf, let's go. Dadurch verliert er nämlich ja auch. Direkt in den offenen Angriffsmodus. Der TG-Hyperbibliothekar. Oh ja. Falls diese Karte als Synchromaterial für ein TG-Monster auf dem Friedhof gelegt wird, du kannst eine TG-Spielmarke Maschine Erde Stufe 100 als Spezialspielung in den Angriffsmodus beschwören. Okay, ja, machen wir. Nee. Das war jetzt eigentlich dumm, weil wir haben ihn stärker gemacht. Egal. Das ist ein permanenter Zauber. Let's go. Let's go, Freunde. Okay, ab ins Battle. Mal schauen, was passiert. Der überlebt den ersten Hit. Nee. Schützt der den? Ich weiß es leider nicht, Freunde. Ich beende mal meinen Zug. Mal sehen, was passiert. Was ist das? Wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, und ein TG-Monster, das du kontrollierst. Vertausche die Kontrolle über beide Monster. Das machen wir, Freunde. Upsi. Ja, Bro. Scheiße gelaufen, wa? Schrumpfen. Okay. Ich gehe direkt ins Battle. Den hau ich sicher weg. Nee. Nee. Und dann greifen wir hier noch seine Verdeckte. Er hat nichts. Sag ich doch. Easy. Kein Effekt. Okay, dann gehe ich in die Main-Phase 2 und lege auf jeden Fall noch Schrumpfen ab. Und beende meinen Zug. Okay. Oh, er hat nichts. Oh. Er hat nichts, Freunde. Auf geht's, Düsenfalke, aufs Feld mit dir. Und gib uns noch einen fetten Boost, Digga. Und jetzt rein da. Easy. Geh du auch noch rein. Oh, mach noch hier den. Zack. Genau. Da bei ihm. Er hat schon angegriffen. Und haut ihn weg. Jetzt ist gut. Easy. Easy, Freunde.
gezogene Schlussfolgerung. So heißt der Dude. Gut, das war ein schöner erster Kampf. Felsengeist haben wir bekommen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt zwar noch 5 Minuten, aber wir starten halt schon mal in den Kampf, oder? Wir brauchen jetzt keine Zeit unnötig verlieren. So, Praktik. Einige Monster können als Spezialbeschwörung beschworen werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Diese sind in der Regel im Kartentext vermerkt, ja, das haben wir festgestellt, oder können durch den Ansatz anderer Karten erfüllt werden. Einige Karten können nicht mit einer Karte wie Wiedergeburt als Spezialbeschwörung beschworen werden, bevor sie nicht durch Erfüllung ihrer Bedingungen als Spezialbeschwörung beschworen wurden. Was bist du? Künstlerkumpel Schrub... Schrubbeldogge. Ein scheiß Pendelmonster. Kann mich gerne haben. Gib mir lieber mehr Felsen- und Wassergeister und Erdgeister. So. Who's next? Viele Monster haben Effekte, die es ihnen erlauben, als Spezialbeschwörung beschworen zu werden, sobald ihre Bedingungen erfüllt sind. Diese nennt man Spezialbeschwörungsmonster. Kreativ. Es gibt neben Ritual, Fusion, Synchro, XYZ und Linkmonster noch andere Spezialbeschwörungsmonster. Boah. Wenn du sie durch Effekte wie den von Wiedergeburt als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören willst, müssen sie korrekt als Spezialbeschwörung auf das Spielfeld beschworen worden sein, bevor sie auf den Friedhof gehen. So. Viele Monster haben Effekte. Leute, ich muss ganz kurz schnäuzen. Einen Moment. So, viele Monster haben Effekte, die es ihnen erlauben, als Spezialbeschwörung beschworen zu werden, sobald ihre Bedingungen erfüllt sind. Manche Monster können nur als Spezialbeschwörung beschworen werden, wenn ihre Bedingungen erfüllt. Ja. Wenn du ein Monster mit einer Karte wie Wiedergeburt als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören möchtest, musst du aufpassen. Derzeit hast du auf deiner Hand keine Monster, die du aufs Spielfeld beschwören kannst. Aktiviere Kartenzerstörung, um einen Ausweg aus dieser misslichen Lage zu finden. Beide Spieler werfen so viele Karten ab wie möglich von ihren Händen ab, dann zieht jeder dieselbe Anzahl an Karten, die abgeworfen hat. Geile Karte, by the way. Okay. Du hast Wiedergeburt gezogen. Aktiviere jetzt Wiedergeburt und beschwöre ein Monster als Spezialbeschwörung vom Friedhof. Let's go. Die Iconic Card. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen gesetzt werden, muss durch einen Karteneffekt als Spezialbeschwörung beschworen werden. Du kannst 3 deiner verbannten Unterweltlermonster wählen, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand und falls du dies tust, mische jene verbannten Monster ins Deck. Während der Endphase, falls sich diese Karte im Friedhof befindet, weil sie in diesem Spielzug in deine... Ja, ist ja recht. Nice. Nice. Obwohl du 4 Monster in deinem Friedhof hast, ist verfluchende Todesfurcht das einzige Monster, das du mit Wiedergeburt als Spezialbeschwörung beschwören kannst. Verfluchende Todesfurcht muss nicht nur durch den eigenen Effekt als Spezialbeschwörung beschworen werden, sie kann auch durch Karteneffekte wie Wiedergeburt als Spezialbeschwörung beschworen werden. Die übrigen der Monster können nur als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen werden, falls sie zuvor durch ihre eigenen Effekte als Spezialbeschwörung beschworen wurden. Die Beschwörung von Monster ist eine sehr mächtige Taktik. Vergewissere dich, dass sie... Ja. Gut. Schön. Was haben wir hier? Dunkler Geist der Bosheit. Wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, Schnelleffekt, du kannst diese Karte von deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen und dann ein Unterweltlermonster der Stufe 8 in deinem Friedhof wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung, aber seine Effekte werden annulliert, falls ein oder mehr Unterweltlermonster der Stufe 8 auf deinem Friedhof gelegt werden, solange sich diese Karte auf dem Friedhof befindet. Du bist dabei. Wenn diese Karte und alle 4 Geisternachrichtkarten mit unterschiedlichen Namen auf deiner Spielfeldseite liegen, gewinnst du das Duell. Von deiner Hand oder deinem Deck in der richtigen Reihenfolge.
Wirf eine Karte ab, füge deiner Hand eine Schicksalstafel oder eine Unterwelt am Monster Stufe 8. Nee, passt, ich bin fertig. Böser Wille, zeig, was du kannst. Böse Freunde. Böser Zug. Und bevor wir die nächste Karte ziehen, verabschiede ich mich. Wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.